So, ich bin soweit in Star Wars Squadrons auf der PlayStation VR. Meine ersten Eindrücke, ich bin fasziniert, wie schön sauber das hier aussieht. Ich habe nämlich jetzt gerade Platz genommen in einem TIE-Jäger und werde meine erste Mission spielen. Und das sieht hier, ist ein richtig gutes Beispiel, was die PlayStation VR eigentlich leisten kann, wenn man sie gut ausreizt. Ja, Auflösung könnte besser sein, aber hier so direkt um mich herum, wenn ich das angucke, hier so, wie diese Wände, diese Metallwände gemacht sind, diese Schrammen, die drin sind, also die Shader, die benutzt werden, wie das Licht reflektiert wird, es sieht hier sehr klar aus, sehr klar und sauber. Und als ob man das anfassen könnte. Also wenn richtig gute Shader benutzt werden und die Auflösung ausgereizt wird, sieht das echt schon fast zum Anfassen aus. Finde ich genial. Wirklich genial. Und das bringt mich gerade mal so auf No Man's Sky zurück. Man gewöhnt sich ja so an alles. Aber das hier ist ein krasser Unterschied, wirklich, von der Qualität. Nur eins ist mir aufgefallen, dass das Bild manchmal so springt. Wenn ich mich hier so ganz langsam drehe, dass dann irgendwie, es sieht so aus, als wenn das Bild so kurz hin und her zuppelt. Und damit meine ich nicht das übliche Z-Wobbel, sondern so nach links und rechts. Ist ziemlich störend irgendwie. Ist auch das einzigste Spiel, wo das je passiert ist. Das könnte vielleicht so ein Frame-Einbruch sein, wo das... Egal, ich störe mich mal jetzt nicht weiter dran. Vielleicht werden sie das doch fixen. Ich weiß nicht, ob andere das Problem haben. Systeme sind bereit. Und jetzt werde ich mich mal versuchen. An einem... Checks abgeschlossen. Captain Javes. Okay. Folgt meinem Jäger. Okay, wie fliege ich denn? Dürfte ich das mal fragen? Tippe L2, um ein vorausliegendes Ziel anzuwählen. Ja. Das ist nice. Und jetzt gebe ich Gas. Läuft und online. Wie fliege ich hinterher? Und nun Schub einleiten und den Hangar verlassen. Würde ich gerne machen, Captain Javes. Ah, den Schub. Achso. Oh, wow. Geil. Geile Scheiße. Oh, ist das geil. Yes. Das gibt's nicht. Oh, da oben ist er, der Sternzerstörer. Das fette Ding. R und R, um zu steuern, das ist mir klar. Wow, ich hab einen TIE-Jäger, Mann. Ah, der Rest der Flotte ist zurück von Alastair. Oder bin ich ein Abfangjäger? Nein, ein TIE-Jäger bin ich. Oh, oh, oh. Halt, stopp. So rotiere ich. Das ist schön. Wurks. Halt, stopp. Das ist un... Das ist sehr ungewohnt. Ich muss mal gleich gucken, ob ich das irgendwie umstellen kann, dass die Knüppel verstellt sind. Also es ist nicht sehr komisch, wenn ich nach oben drücke und dann fliege ich nach oben. Hier in dem Menü habe ich das auch. Das springt manchmal einfach so das Bild, so kurzzeitig nach links und rechts. Ich, das bin ich gar nicht. Also da scheint irgendwie so ein bisschen die Toleranzen beim Tracking ein bisschen zu scharf eingestellt zu sein, dass das manchmal so zappelt oder so. Hab sonst nie ein Spiel gehabt, wo das sich auf diese Art und Weise bewegt. Ich kenne das Z-Wobbeln, das ist so manchmal so, wup, 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 so, das ist jetzt übertrieben von mir gewesen, so manchmal so nach vorne und zurück wabbelt, aber nach links und rechts und dann so hart und schnell, das habe ich noch nie gesehen, ehrlich nicht. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Aber gut, es ist frisch rausgekommen, wird bestimmt mal gepatcht und Benutzer definiert. Da eben schon wieder, also ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Sehr komisch. Aber wir wollen das jetzt mal ignorieren. Ich will mal gucken, wie ich das einstellen kann. Benutzer definiert. Doppelhalten. Da. Neigen. Green. Ja, ich will sie ändern. Und zwar umsehen, invertieren. Okay, die Steuerung der Y-Achse. Flug invertieren. Geht die Steuerung im Sternjäger während des Fliegens um. Bei der Pilotensicht. Schubeingabe muss Schubschritterhöhung. Okay, das ist ja cool, was man hier alles einstellen kann. Ich will jetzt hier nicht so lange rummachen. Ich mache jetzt einfach ganz schnell das, was ich machen wollte, damit ich damit klarkomme. Flug invertieren. Das müsste es sein. Habe ich es gemacht?
Es ist ein? Jawohl, es ist ein. Und da ist es schon. Oh, yes. Fuck. Wir präparieren den Gosanti-Transport. Bereithalten. Und ich hätte... Alle mehr nach. Wir führen einen schnellen Flottenüberflug durch, um die Flugsteuerung... Oh, das zuppelt irgendwie richtig. Wird gemacht. Irgendwie zuckt das bei mir voll. Hocke ich nicht nah genug an der Kamera dran? Das kann nicht sein. Okay. Weil so läuft das Spiel flüssig. Das ist irgendwas mit dem Tracking nicht in Ordnung hier. Gerade bei mir. Aber das sieht geil aus. Wow, ist das cool. Yes, ist nah. Man müsste Rollen aber noch auf die Schultertasten legen, finde ich. Weil das mit dem Stick zu rollen ist, finde ich, etwas seltsam vom Gefühl her. Ah, ihr geht... Wie schieße ich denn? Keine Munition. Ach, wie langweilig. Tja, jetzt müsste es wie bei No Man's Sky gehen, hier so auf den Planeten fliegen. Guck mal, der ist schön animiert sogar, mit Wolken. Da oben ist der Sternzerstörer. Yes, yeah. Ich versuche mich mal dran zu gewöhnen, aber ich weiß, ich werde es garantiert später umstellen, aber wir lassen das jetzt mal. Ja, wo seid ihr denn alle? Da ist doch ein Radar. Okay. Kumpel, wo bist du? Da hinten. Okay, wir folgen. Das ist ja geil. Also sie haben auch hier ordentlich Schatteneffekte eingeschaltet. Natürlich PlayStation VR wird natürlich optisch abgespeckt sein. Und zwar schon sichtbar abgespeckt, aber trotzdem wirkt es sehr gut, finde ich. Das macht einfach so dieses Licht- und Schattenspiel, macht sehr viel aus. Was soll denn das? Was soll denn diese komische Flugmanöver, Junge? Alter! Habt ihr es noch alle? Ja, wo seid ihr denn? Hallo? Hallo? Ah! Da seid ihr ja. Ihr Schlawine. Ich hätte es vielleicht doch nicht invertieren sollen. Abstand halten, Helix. Die Triebwerke sind heiß genug, um einen Teil zu verdampfen. Geil! Also die machen mich kaputt, die Triebwerke. Testen im Teil ihre Grenzen aus, doch manchmal sind es die Grenzen, die einen testen. Sehr geiles Gefühl, ey. Das kommt echt gut rüber. Gut, alle Systeme sind kalibriert. Die Flotte ist in gutem Zustand. Nur eins frage ich mich, was soll denn das? Ich stelle mal meinen Stuhl ein bisschen höher, dass ich hier besser drüber blicken kann. Ehrlich, ich habe eigentlich die ganze Zeit dieses Terminal im Gesicht, statt nach außen gucken zu können. Sie müssen das einfach ein bisschen weiter runter installieren, dass man einfach ein bisschen mehr Sicht hat. Das ist einfach ein bisschen doof gemacht, muss ich echt sagen. Okay, wir gehen hier rein. Was für ein Kreuzer soll ich... Ah, ja. Langsam. Okay, schön ruhig. Ganz ruhig. Halt! Ah, ich docke an, wahrscheinlich. Ach, die nehme ich jetzt mit, weil die Taiga haben ja keinen Hyperraum. Bereit für Hyperraumsprung. Helix, wir haben Unterstützung, doch das Aufspüren des Flüchtlingskonvois ist unsere Aufgabe. Sie entkommen dem Imperium nicht nochmal. Und ab geht die Post. Sehr, sehr, sehr geil. Nur dieses Screen-Jittern, also das finde ich komisch. Das irritiert mich echt, muss ich sagen. Das wundert mich ein bisschen. Habe ich noch nie gemerkt. Da sind wir. Also so schafft das Imperium seine Taiga rüber. Okay. Wow, cool. Also das Gebäude hier vorne sieht so ein bisschen matschig aus. Ich vermute mal auch hier dynamische Auflösung. Das ist ein Anlaufpunkt für Diebe und Piraten. Wenn sich die Flüchtlinge hier verstecken, sind sie sicherlich nicht so unschuldig, wie sie behaupten. Ja, das würde ich auch mal so sagen.
auf den Bratz hauen mit den Leuten hier. So, wie schnell bin ich denn? Ah ja, da unten steht das. Kann ich die auswählen? Wie geht das denn nochmal? So, den habe ich jetzt ausgewählt. Fliegt mir dran vorbei. Wow. Schiffe in Position. Blockade formiert sich. Unsere Nachhut ist zumindest gesichert. Ja, das... Ich glaube, hat so ein paar FPS-Probleme noch, das Spiel. Aber es ist allgemein schon sehr flüssig, ja? Es hat immer nur mal wieder so für so einen Bruchteil einer Sekunde so ein leichtes Stitterproblem. Während die Grafik geil aussieht. Also die sieht echt nicht schön aus. Klar, mehr geht immer. Aber das ist ein echt positives Beispiel, das Spiel für die PlayStation VR. Hey, das Zeug ist nämlich steinalt, die PlayStation 4, ja? Also Respekt, Leute, wirklich. Heute sind eine Menge Frachter. Das ist echt gut. Also könnte sich unser Konvoi unter ihnen verstecken. Genau. Nur irgendwie, ich finde das echt... Ich cheate jetzt mal. Ich ducke mich und dann hocke ich mich jetzt halt hier aufrecht hin. Hab rekalibriert, jetzt kann ich hier besser rausgucken. Ja. Wenn sie kooperieren, wird ihnen nichts geschehen. Wir sind vom Imperium. Das ist eine Pflichtbelästigung. Tut mir leid. Prüfe deinen Frontalsensor. Er erkennt potenzielle Ziele. Ziele? Ja, das, was? Erkennt potenzielle Ziele? Wieso? Was? Wie was? Ich folge dir einfach jetzt, mein Freund. Oh, geile Scheiße. Pilot, inspiziere zuerst dieses Schiff. Scannen, um ein unbekanntes Schiff oder Objekt zu scannen. Blicke es an und tippe als erstes Ziel aufs Erfassen. Also Trick 17. Wer sich auch immer hier dran stört, dass man dieses Ding hier die ganze Zeit voll der Fresse hat, hockt euch einfach mal, versinkt mal so richtig schön in eurem Sessel, so blöd, dass ihr so total leger drin hockt. Also sehr niedrig. Dann kalibriert ihr und dann hockt ihr euch wieder aufrecht hin. Und da, auf einmal könnt ihr gut rausgucken, ja? Also, diese Konsole hätten sie ruhig ein kleines bisschen weiter unten platzieren können. Geiles Zeug. Da fällt mir ein, ich habe noch den Boost-Modus und Super-Sampling noch aktiviert. Vielleicht fuscht das mir so ein bisschen hier in die Performance rein. Das muss ich später nochmal nach auschecken. Aber es ist ungewöhnlich. Normalerweise ist das jetzt nicht so. Okay, L2... Ja, ihr wart. Und wir waren immer zufrieden mit euch. Aber jetzt heißt es, Abschied nehmen. Und was ist drin? Seht ihr? Treue ergeben. Händel. Kann ich mal schießen? Kein Anzeichen für Herkunft aus Aldera. Weitersuchen. Oh, die Sonne sieht geil aus. Wahnsinn, ey. Ich habe meine Sonnencreme nicht dabei. Hey, das ist echt geil. So kann VR sein. Au, das sind meine Flügel. Ich habe gedacht, das ist irgendein Raumschiff, ein anderes. Das ist ja genial, du, ey. Gut. Das ist geil. Jetzt das nächste. Ich zahle jeden Preis. Beschlagnahmt nur das Schiff nicht. So, das nächste Schiff. Wo soll ich denn hin? Scanne die Frachtschiffe. Okay, also... Den habe ich doch inspiziert, oder? Den da hinten mache ich als nächstes. Geh mal ein bisschen Gas hier. Sehr, sehr nice. Ah. Muah, 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 muah. Fette Sache hier. Ich glaube, das will ich auch Multiplayer zocken, das Spiel. Kein Teil des Konvois. Überprüfe ein anderes Schiff. Okay. Sagt ihr mein Schiff nicht? Da, ein Schiff versucht zu fliehen. Wo, wo, wo? Jawohl, so geht das nicht hier. Das gibt jetzt ein Knöllchen, ein Knöllchen. Ein richtiges... okay. Ja, das habe ich schon gemacht. Voraus eilender Gehorsam war das. Ich habe gleich mal geschossen. Es war ein Versehen, muss ich zugeben. Halt, 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 halt! Stehen bleiben, Polizei! Halt! Oh! Ah, Mann, wie langsam ist das Ding? So, halt! Wie schnell muss ich fliegen? Und jetzt habe ich's. Und jetzt gibt's mal ein bisschen Rabatz. Achtung. Und da, 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 da. Yeah. Na, das ist aber ein bisschen pratzig.
Die Teile haben früher Turbolaser gehabt. Könnte gefährlich werden. X, um zwischen den Zielen zu wechseln. Aha. Yeah. Meine Kunden sind legitime Händler. Ihr habt kein Recht dazu. Captain. Was ist denn das Imperium? Hallo? Hat sich gerade aktiviert. Helix-Staffel zerstört die Geschütze. Und was? Schuss können wir nicht suchen. Hier draußen schießt niemand, ohne mit Gegenbeschuss zu rechnen. Sogar das Imperium sollte das wissen. Sogar das Imperium? Dir stütze ich den Asteroiden, mein Lieber. Um Energie in die Laser umzuleiten. Dadurch laden sie sich schneller auf und richten mehr Schaden an. Also ich glaube, es hat so eine dynamische Auflösung, dass sie so ein bisschen runterschaltet, wenn ich mir das angucke. Weil hier drin ist alles noch super crisp und so. Aber ja, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich hier so drehe, dass das Bild kurz hängt und dann nachkorrigiert wird irgendwie. Dass das so... ja, ich kann hier leider nicht mit einer virtuellen Hand das simulieren, wie das aussieht. Ich werde das später nochmal testen, wenn wenn ich mal Boost-Modus und Supersampling ausschalte. Vielleicht tut das irgendwie nicht, sich nicht vertragen mit dem Spiel. Das kommt manchmal vor. Hatte bisher aber keine großartigen Probleme in VR. Trotzdem, das sieht toll aus. Es ist ein richtig gutes Feeling und ich hätte mal das ein bisschen getweaked. Das kriegen sie auch noch hin. Das ist halt ein neuer Release. Aber fantastisch. Wenn sich mal so eine große Firma wie EA dran hockt, ne, das macht was her. Um Energie auf die Laser umzuleiten. Dadurch laden sie sich schneller auf und richten mehr Schaden an. Okay, Schaden kann ja nicht schaden. Und wir richten jetzt die Laser auf. Jetzt haben wir richtig batzig eine richtig fette Ladung. So, und wen muss ich angreifen? Irgendwas hat sich doch hier ausgefahren oder so. Wie war das denn? Wo ist der Captain Javes? Hallo, Captain. Wackel, 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 wackel. Falsche Richtung. Ach, diese Geschütze soll ich platt machen? Genau, und jetzt. Und jetzt gibt's Rabatz. Achtung. Und yeah! Ah, ich muss näher ran wahrscheinlich. Oh, shit, die greift mich an. Oh, ja, ja. Nein! Nein, 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 nein. Uah! Oh Gott. Ja, ich wäre normalerweise jetzt tot. Ja, also Thai-Jäger haben früher keine Schilde gehabt. Ich glaube, das haben sie geändert in dem Spiel. Aber scheiße. Ja, das ist, ich glaube, ich hätte es doch, ich probiere das nochmal. Also was ich sagen will, ich tue es nochmal umstellen. Um den Rumpf zu reparieren. Okay. Alter, ich will nicht ins Weltall rausgelutscht werden. Ich bin der Schrecken des Imperiums. Ich kann nicht sterben, Menschenskind auch eins. Das müsstet ihr doch auch begreifen. Das war ziemlich scheiße von mir eben. Aber er hat auf mich geschossen, habt ihr das gesehen? Ihre Verteidigung wird schwächer. Yes, komm. Wegpratzen das Ding. Yeah. Und jetzt? Das auch hier. Fällig bist du. Was ist denn das da? Nein, 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 schon wieder der gleiche Fehler. Oh, geschafft. Nein, nein. Oh Gott, sieht mein Jäger aus. Der ist doch nicht versichert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Ich kann den Rumpf einfach so reparieren, indem ich auf die Knöpfchen drücke. Das ist ja nett. Oh, geile Scheiße, du. Mein lieber Mann, das fetzt das Spiel. So, die Zuckereien habe ich jetzt hier im Eifer des Gefechts auch komplett vergessen. Die treten auch nur auf, wenn ich den Kopf bewege, glaube ich. Also wenn ich den VR-Kopf drehe, dann zuckt das manchmal so. Wenn ich ihn stillhalte und spiele, passiert da gar nichts. Dann ist es super flüssig. Sehr seltsam. Na gut, okay. Wo ist das? Was? Schon? Versager. Ja, ich kann ja deinen Posten übernehmen, wenn ich zurück bin. So, wo ist denn da hier das nächste Teil? Das nächste Teil ist gesucht. Fliegt man nicht so schnell durch die Gegend? Da ballert es doch noch irgendwo. Verteidigungsgeschütz. Also sogar auf dem Radar markiert. Da sollte ich vielleicht mal drauf gucken. Ich glaube, ich fliege hier gerade komplett an der falschen Stelle rum, ne? Da unten ist es. Yeah. Und jetzt gibt's Rabatz. Oh, shit. Nein, nicht auf mich. Ich meine auf dich. Du Dreckding! Ah. Ich wäre schon 30 Mal gestorben hier.
Euer Ruf? Naja. Unser Ruf ist auf jeden Fall jetzt gefestigt. Wir lassen uns nichts gefallen. Die Sonne ist geil. Boah, glüht die. Die sieht geil aus. Oder es ist ein Planet. Das könnte auch sein. Das weiß man nicht so genau. So, wo ist denn Mr. Folgen? Wo ist denn mein Kapitän? Zum Ausgleichen der Energie. Flüchtlinge aufgespürt? Folge Lieutenant Carroll. Lieutenant? Lieutenant Carroll? Keine Munition. Wo ist denn Lieutenant Carroll? Ach, da hinten. Yeah, verdammt. Guck mal da. Das wird geil. Geiler Schockerspiel hier, wirklich. Also das ist ein kräftiger Grund. Wenn sie halt sowas exklusiv hätten für die PSVR, das wäre der absolute Oberscheiß, ne? Aber natürlich ist es nicht exklusiv. Hey, ist aber nicht schlimm. Das Spiel hat Crossplay, deswegen können wir das alles verzeihen. Crossplay ist geil. Das wird das Spiel bestimmt pushen. Oh, Rebellen! Schweine! Was? Wo seid ihr, Schweine? Das ist doch ein Gesocks, dieses Rebellentum. Weg mit euch! Ah, nein! Ihr Ratten, ihr Kleinen! Ah, ihr Ratten da, komm her, du... Ach, guck mal, der ist auch gegen das Ding geflogen. Da ist die aber ein bisschen bekloppter, ne? Einfach so wegbouncen. Oh, fuck, wer trifft mich denn da? Ich glaube, ich stelle das doch wieder um. Feindliche Schilde. Eine Sternjäger, wie zum Beispiel X-Flügler, besitzen Schilde. Du musst zunächst die Schilde zerstören, bevor du den Rumpf Schaden zufügen kannst. Das ist klar. Zerstöre die X-Flügler der Rebellen. Wenn ein Fadenkreuz von weiß auf rot wechselt, trifft dein Schuss das Ziel. Achte darauf, wie der Feind sich bewegt. Ziel ein wenig vor das Ziel, um einen perfekten Treffer zu landen. Ja, so wie damals, ne? Damals habe ich das mit der Maus gespielt, weil ich keinen Joystick hatte. Und ich habe so viele Mäuse gelünscht. Damals waren die nicht so besonders hochwertig, ja? Die haben dann irgendwann nicht mehr reagiert, die Dinge. Und ich habe trotzdem keinen Mausarm bekommen. Obwohl ich TIE Fighter und X-Wing mit der Maus durchgespielt habe. Ja? So, okay. Oh, ist das geil. Aber trotz aller Geilheit tue ich jetzt mir die Steuerung nochmal umstellen. Also, das probiere ich jetzt doch nochmal aus. Ja, ja. Flug inventieren wir nicht mehr. Haben wir noch hier irgendwas anderes, was vielleicht Vibration, Querachsen, Todzone des Controllers. Ach, da kann ich so ein bisschen eine Todzone definieren. Ist ja geil. Also man kann es komplett individuell anstellen. Sehr, sehr geil. Da, die haben an alles gedacht hier, ne? Muss man echt sagen. Hut ab. Hut ab, Leute. Option, was haben wir noch? Gameplay, VR-Einstellung, Video, Helligkeit, Filmkorn, Linsenverzerrung. Was soll das? Ich weiß nicht. Filmkorn, na gut. Helligkeit. Okay, das können wir mal bleiben lassen. VR-Einstellung. Umdreh, Drehwinkel, Blickfeld. Umdrehen, Stärke des Blickfeldwinkels. Okay, das kennen wir ja alles. Und weiter geht's. Yay! Hey, das macht einfach Laune. Und wer jetzt ja noch rumlöckelt und sagt, die Grafik ist nicht gut genug. Ganz ehrlich, Leute, ihr seid tot. Ihr habt keinen Spaß mehr am Computerspielen. Nicht den geringsten. Ihr seid ausgebrannt. Ihr braucht eine Pause. Das ist meine Empfehlung an euch. Oh, fuck, die Hände. Das Qualm, der Qualm ist ja super realistisch. Nein! Wer schießt auf mich? Aufhören, ihr Saupack. Ihr jämmerliche Saupack. Ihr dreckigen Sauburschen. Was, wo seid, was ist das? Wer greift mich an? Nein! Verfickte Scheiße! Ja, natürlich! Welche Sau greift mich an? Wo ist die Sau? Nein! Nein, 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 nein! Ich spiele auf dem zweiten dreckigsten Schwierigkeitsgrad, das kann nicht wahr sein! Ah, ihr Sau! Das ist ja noch schlimmer als damals! Oh, fuck! Du kleine Sau, ich krieg dich! Hey, Alter, ich glaube, es geht ab, du. Ich glaube, es geht ab hier. Die hat mich fertig gemacht. Ich bin jetzt mit dem Umstellen nicht klargekommen.
Oh, das ist ja noch schlimmer. Ugh. Ach, naja, ich probiere es mal. Ihr Schweine! Also das mit der Steuerung, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich würde wahnsinnig gerne rollen mit den Schultertasten. Das wird mich noch ein paar Mal umbringen, da bin ich mir absolut sicher. Ey, ihr Lumpenpack, ihr Erbärmliches. Ich mach euch alle, ihr, ganz ehrlich. Ihr kriegt jetzt auch nichts unter. Ich habe so viel TIE Fighter gespielt. Ihr könnt mich wütend machen, aber ihr könnt mich nicht besiegen. Wir haben Feindaktivität. So, wo seid ihr, ihr Schweine? Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Wo sind sie denn, die Scheißflügler? Der eine greift mich schon an. Ich sehe sie doch gar nicht mal. Was? Ja, wirklich? Ich hau jetzt erstmal hier ab. Irgendwie sehe ich hier gar nichts. Die Kackviecher. Habe ich da... Ist das einer? Nein, das ist keiner. Wo sind die? Wo sind diese Saulumpen? Ich fliege die ganze Zeit im Kreis und sehe keine Gegner. Da ist er, da ist er. So, du Saufie. Ja, ja, natürlich. Aber ich hänge mir auch am Heck. Drecksau. Du Sau! Ich bin natürlich gehandicapt hier mit meinem Scheißflieger, den ich mir schon selbst geschrottet habe. Lass deine Laser aufladen. Ja, ja, wie schnell bin ich denn eigentlich nochmal? Wo ist denn die Geschwindigkeitsanzeige hin? Ist die schon kaputt? Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ja, natürlich. Ich auch, Menschenskind. Das ist ja schwer, ist das Spiel. Wo sind die Sauviecher? Wo ist er? Menschenskind, das gibt's doch nicht. Wo ist der Typ denn? Alter, ist das schwer. Ich guck mal auf den Radar und versuch den zu finden. Wo ist er? Da bist du, du Saufie. Oh, die greifen mich gleichzeitig an. Wo sind denn meine Flügelpiloten? Seid ihr ja schon alle im Arsch, oder was? Mein Gott, seid ihr Chickens, ey. Das gibt's nicht. Drecksau, dich krieg ich diesmal. Ja, komm, bau's nicht an die Wand. Oh, fuck, ich hätte die Steuerung nicht umstellen sollen. Jedes Mal drehe ich in die falsche Richtung. Oh, du Sau, ich hab dich. Oh, boom, ey. Und schon wieder tot, ey. Diese Sau... Ey, das ist schwer. Das ist fucking schwer, ist das. Kontrollpunkt laden. Ja, nochmal von mir aus. Auf, hopp, zack, 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 ey. Ich glaube, es geht ab hier. Was machen denn eigentlich meine Flügelpiloten? Hier, Mittagspäuschen oder was? Das gibt's ja nicht. Also, hopp, wir stellen das wieder um. Schubentgabemodus. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen was dran drehen sollte. Mhm. Empfindlichkeit des Controllers. Ja, das muss ich aber mal, glaube ich, in so einem Solo-Modus checken. Das kann ich hier in dem Gefecht... Das kann ich jetzt überhaupt nicht ausprobieren. So, ey. Meine Güte, ist das hart, ey. Stellt euch vor, ich hätte keine Schilder. Oder keine Hüllenpanzerung. Ich habe keine Schilder, aber ich... Stellt euch vor, ich hätte keine Hülle. Das wäre so witzig. Ich wäre sofort tot in dem Spiel. Ich glaube, man hat echt einen krassen Vorteil, wenn man das hier mit Joystick spielt. Mit solchen Flugsimulator-Sticks oder so ähnlich. Das kann ich mir echt gut vorstellen. So, ich fliege jetzt erstmal raus, weil die kommen ja jetzt gleich, die Saubatzen. Und dann werde ich die jetzt mal schön schröpfen hier. Story-Modus, ey. So. Aber ich will dauernd mit den Schultertasten rollen, das ist schon krass. Folge Lieutenant Carroll. Ja, Lieutenant Carroll, da hinten seid ihr. Wo ist eigentlich die Geschwindigkeit? Ach ja, da. Okay, die... Wir haben Feindaktivität.
Die Geschwindigkeiten haben sie auch geändert. TIE-Jäger haben normalerweise eine Standardgeschwindigkeit von 100 MGLT gehabt. Der hier hat 120, wenn die Laser ausgefahren sind. Wow. Also sie haben die Werte etwas verändert. Aber daran störe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Alter, was ist da los? Ich bin schon fast tot. Da unten ist noch einer. Weiter zum nächsten Ziel. Ja, ich glaube, da hat mich gerade einer. Ah, fuck du Sau, ey. Uah, nein! Drecksau! Ich bin ja gut ausgewichen. Nein! Ach, ich hasse euch, ihr Schweine. Ja, da ist er, die Sau. Oh, krieg ich dich noch? Ah! Nein! Boah, Junge, zum Glück haben die noch keine Raketen. Ah, du Sau, ey. Guck mal, wie der mich jagt. Das ist echt krass. Also, die müssten, da müsste mal jemand decken hier. Früher gab es so ein Hotkey, dass man die einen gegnerischen Jäger auswählen kann, der einen selbst angreift. Das war so hilfreich. Dann konnte man sich diese Zecken erstmal vom Hals schaffen, bevor man irgendwo anders da drauf schießt. Wahnsinn, ey, das ist hart. Jedenfalls mit dem Joypad. Also es gab so einen Hotbutton für wähle den nächsten Gegner an, der dich angreift. Und ich glaube, das wäre echt geil, wenn es das hier auch gäbe. Das war so die Standardtaste, die ich früher immer durchgeklickt habe. Oh, nur dieses Gezucke, das muss nicht sein irgendwie. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber trotzdem geil. Ja, Dreck, Dreck. Nein, nein, nicht schon wieder. Okay, okay, ich hab's geschafft. Wo ist diese Sau? Wo ist diese Sau? Alter, 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 Alter. Die fliegen doch die ganze Zeit nur im Kreis, die Typen. Oh Gott, ich bin so schlecht. Früher habe ich immer so Korkenzieher geflogen, so. Oh. Ob das Spiel gut ist für Anfänger? Ich glaube nicht. Ah, du Sau, willst es wissen, hä? Da, nimm das! Yeah! Oh, scheiße. Einer weniger. Und du jetzt als nächstes. Komm, putzi, 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 putzi. Ah! Drecksau. Da bist du. Guck mal, da. Yeah, dich hat's zerrissen. Abschaum. Okay, okay, der nächste Gegner. Ich glaube, das ist die X-Taste. Die funktioniert irgendwie. Ach, sie sehen mich nicht. Ja, friss das! Das hat Spaß gemacht. Ja, das hat auch Spaß gemacht, Mann. Die nächsten. Und du, ey, ja, wenn sie mich nicht jagen, dann ist das ganz einfach hier. X-Flügel. Nein! Nein, 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 nein. Wow, Wahnsinn. Jesus Name. Oh, und weg mit dir. Komm her. Wo bist du? Da oben ist noch einer, der viel näher ist. Hatte einfach nicht das Zeug dazu. Ja, das hat er nicht. Oh, da kommt einer auf mich zu. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Information. Saufi. Oh, du Drecksvieh. Ah, ja. Ich glaube, das hat geknallt. Noch einer, noch einer. Oh, meine Scheiße, das wird hart. Wird da später erst die großen Kreuzer kommen? Oder die Raketen? Ich will gar nicht dran denken. Okay, einer noch auf dem Radar. Den kriegen wir jetzt auch noch. Hey, ich habe eine leichte Verbesserung erzielt, oder? Findet ihr nicht? Ich bin richtig gut geworden in den, nachdem ich fünfmal gestorben bin oder so. So, komm, du Saufi. Hab ich dich. Friss das. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ah, da unten ist er. Rebell zu sein zahlt sich nicht aus. Nein.
Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo ist der andere? Du kriegst jetzt auch deinen Saft. Achtung. Alles schön aufessen, ja? Sonst komme ich wieder. Und boom. Yes. Ja, der Tunnel war sehr groß. Ach, da ist er ja. Ich habe schon gedacht, den finde ich jetzt wieder nicht. Oh, was zum Geier? Okay, der tritt ab. Pilot, versuch die Abschaltung zu umgehen. Wiederholt eine beliebige Taste. Okay. Reiß dich zusammen. Jawohl, Verräter. Der hat Gewissen. Na, geht wie mich das anbietet. Gewissen. Komm her, du. Jetzt geht's. Schnell und beweglicher. Auf die Triebwerke. Okay. Ja, und jetzt. Da frisst das. Nein, nicht schon wieder. Raketen, was? Raketen? Auch das doch. Ihr stoppt mich nicht. Doch, 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 das werden wir. Guck dir das mal an. Was der aushält. Oh, wow. Shit, noch eins. Das ist die. Ich habe die Steuerung gestellt. Das soll ich wirklich. Oh, damit soll ich wirklich brechen. Das ist echt krank. Ich mach mich hier so. Komm her. Und jetzt. Jetzt gibt's was zum Naschen. Achtung. Was redest du denn da? Keine Zeit für Erklärung. Raus aus dem Tunnel. Könntest du doch die Dinger mit meinen Augen sehen? Ja, ich hol sie mir gleich, deine Augen. Dann können wir es mal ausprobieren. Halt. Stopp. Oh. Wow. Das war ein Erlebnis. Das ist cool, das ist echt cool. Cool gemacht, wirklich. Ja, natürlich. Jetzt überlegt er sich vielleicht nochmal. Nein, das sind die Rebellen. Diese X-Flügler sehen aus wie Z95 Headhunter, wenn sie ihre Flügel zusammen machen. Der Vorläufer vom X-Wing. Der hat halt nur zwei dieser Kanonen und zwei Flügel. Sieht doch gut aus, Kumpel. Abgefahren. Oh, ich bin im X-Wing. Und das Gezucke ist leider immer noch da. Wow, das ist richtig cool. Ich muss mal kurz gucken. Normalerweise hockt da eine R2-Einheit da oben drin. Oh, ich kann nicht rausgucken. Aber man sieht sie da hinten, ja. Echo-Anführer hier. Konnten Sie die Quelle des Notsignals ermitteln, Admiral? Nebel- und B-Fregatten sind schon sehr respektable Kreuzer. Also, sie sind Fregatten, ja. Aber die haben schon ordentlich Bums. Echo, bereit machen für Systemcheck. Geh auf Position, Staffel zu mir. Aber... aber so von den Größenverhältnissen sind sie, glaube ich, nicht ganz realistisch eingeteilt. So, zu wem soll ich nochmal gehen? Folge dem Echo-Anführer. Führe einen kompletten Systemcheck durch. Oh. Nebel- und B-Fregatten. Yes. Oder ich check mal kurz, wie groß die ist. Oh, nein, 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 nein. So wollte ich das nicht checken.
Ja, ich weiß nicht. Also, ist der X-Wing ungefähr so groß wie die Antriebssektion da hinten? Ja. Wahnsinn. So sehen die also aus. Man sieht die ja meistens nicht so genau. In den alten Spielen waren sie noch so simpel dargestellt und in den Filmen meistens weit weg. Wow, geil. Okay, folge dem Echo-Anführer. Echo, wo bist du? Oh, eine Korvette. Eine Korvette. Korallianische Korvetten. Fliegende Cola-Büchsen, meine Damen und Herren. Die waren immer sehr leicht abzuknallen. Sie haben zwar Turbolaser und können sich ein bisschen wehren, aber sie haben nie so viel ausgehalten. Die kleinste Variante von Kreuze. Es sind mehr so eine Art gut gepanzertes Patrouillenboot, so würde ich sie eher beschreiben. Ein Kreuzer sind sie nicht wirklich. Hey, ich möchte meine Flügel auch mal strecken. Ich fühle mich gerade... Achso, sie sind schon gestreckt. Okay, das ist schön. Wo ist der Echo? Echo, du bist da hinten. Und... Wahnsinn, geil, Wahnsinn, geil. Wirklich. Okay, wir geben Schub. Funktioniert das gleiche hier auch so? Laser. Energie. Schilde. Ah ja. Ach ja, okay. So wie damals auch. Hallo Echo. Mein lieber Echolot. Also was neu ist, dass man diese Agilitätsmechanismen hat. Ha! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Die ist hängen geblieben. LOL. Okay. Tja, die KI, ne? Blöps, einfach mal. Energie auf Laser umzuleiten. Okay. Echo 5. Mehr Schutz. Überprüfe Schilde. Genau, eine Weile werden wir durchhalten müssen. Ich nehme an, die Schilde laden dann auf und sie tun vielleicht prozentual mehr abhalten oder sowas, ja? Das werden coole neue Game-Mechaniken, das hat es halt damals nicht gegeben, sowas, ja? Mehr Wendigkeit. Man war zwar schneller, aber man war nicht wendiger deswegen. Nicht wirklich. Systemcheck fertig. Information. Information. Echo 2 bereit. Springen wir jetzt? Okay, Staffel. Wer wenig Raketen hat, sollte jetzt Nachschub besorgen. Raketen? Munition gibt's dort beim U-Flügler. Oh, was? Okay, habe ich keine Raketen? Ich weiß nicht. Habe ich Raketen? Wir werden's lernen jetzt. Ja, das gab's damals auch, ein Calamari-Kreuzer. Das ist eine Wumme. Von den Mon Calamari, diesen braunen Fischtypen aus dem Star Wars-Film. Raketen, Echo 4. Beeilung. Na, richtig fischig waren sie nicht so. Fischmenschen. Irgend sowas dazwischen. Ihr kennt ja vielleicht Admiral Akbar. Wow! Ach, da muss ich einfach reinfliegen. Okay. Früher war das so, da musste man einen Transporter rufen. Der hat an einem angedockt und da war man wehrlos in der Zeit. 20 Sekunden Nachladezeit. Da, 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 da. Da 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 da. Musste ja passieren, wenn die Hälfte der Flotte nicht hier ist. So, Hyperantrieb. Wie mache ich das? Fliege zu den Koordinaten. Ah, wir haben also auch mehrere Sprünge vielleicht pro Mission. Das war bei X-Wing Alliance dann so, dass man... Sollten wir auch nicht. Okay, 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 okay. Sehr cool gemacht. Also einfach hier reinfliegen. Und weiter. Yes. Wow, da sind wir. Hallöchen. Ziemlich weit weg. Und der Feind versperrt uns den Weg.
Ja. Echo-Staffel. Die machen wir jetzt platt. Die Triebwerke fliegt unter den Sternenzerstörer und wartet auf mein Signal. Ist zwar riskant, aber wenn wir nah an den Sternenzerstörer fliegen, sollten wir sicher auf die andere Seite kommen. Fliegt ihr vielleicht mal vor? Macht ihr das mal? Wartet. Oh, ich bin schon weit weg. Lol. Ja! Oh nein, das ist nicht gut. Es ist hängen geblieben. Was ist hier los? Hallo? Guck, guck. Abgestürzt? What the fuck? Guck mal da. Guck dich den fetten Blaster an. Da! Abgestürzt! Oder ist es Pause oder sowas? Nein, es ist keine Pause. Es reagiert nicht mehr, das Spiel. Schade.